Hallo zusammen und herzlich willkommen hier im GM-Garten. Wir haben es jetzt Mitte September und das bedeutet für mich, dass meine Gartensaison sich so langsam dem Ende nähert. Die Betonung liegt hier allerdings auf so langsam, denn es gibt noch genug zu tun. Und was das denn so im Detail ist, möchte ich mir jetzt mal mit euch zusammen anschauen. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Kommt doch mit! Die Kürbisse der Sorte Prudence F1 hier und da dürfen noch etwas an der Pflanze bleiben, denn der Stiel sieht noch sehr gesund aus. Ich könnte diese Kürbisse natürlich jetzt schon ernten, aber da ich die ja an Halloween mit den Kindern zusammen schnitzen möchte, ist es sicherer, die jetzt noch an der Pflanze zu lassen, denn da ist die Gefahr nicht so groß, dass sie mir bis November verschimmeln. Welche Kürbisse allerdings erntereif sind, das sind hier die Hokkaidos der Sorte Red Curie. Und das wird jetzt heute auch die erste Arbeit sein, die wir zusammen erledigen. Ich nutze für die Ernte immer eine Astschere. Die kann man natürlich auch abbrechen, aber ich möchte die Pflanze noch so lange wie möglich erhalten. Deshalb auf Nummer sicher gehen mit der Astschere. Und schon ist das Erntekörbchen voll. Aber kein Problem, dann wird eben für was Größeres gesorgt. Da sollte mehr reingehen. Danke. Ja, und das hier ist jetzt die Ausbeute an Hokkaidos für 2024. Ich finde, die sind gar nicht schlecht geworden. Es ist jetzt nicht die Masse, aber da kommen ja auch noch ein paar andere Kürbisse dabei. Zum Beispiel hier die Sorte Shogun Sweet. Wahnsinnig schöne Kürbisse. Und noch ein Exemplar. Und ein paar Exemplare hängen noch ganz versteckt in den Büschen. Und auch hier hat sich noch ein kleiner Schlingel versteckt. Der Kürbis der Sorte Waltham Butternut ist noch nicht so weit. Das erkennt man ganz gut an dem Stiel, der noch komplett grün ist. Ebenso bei den Kürbissen der Sorte Hayato. Was jetzt allerdings auch noch geerntet werden kann, das sind hier die großen Sonnenblumen. Denn wenn man hier die Blütenreste abwischt, sieht man darunter schon die Kerne hervorstehen. Da werde ich mir Saatgut von nehmen und den Rest bekommen die Hühner. Und ich denke, von der Größe her können die sich durchaus sehen lassen. Die Chilis der Gattung Capsicum pubescens entwickeln sich hier draußen prächtig, hängen auch voll mit Beeren. Das hier ist jetzt die Sorte Aji Largo. Das sind übrigens wieder mal Chili-Pflanzen aus meinem Lieblings-Chili-Shop borderlandpeppers.ch. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr euch für richtig gutes Chili-Saatgut interessiert. Hier sind auch schon einige Beeren reif, wenn ich mal hier drunter greife. Ah, die war jetzt noch nicht ganz reif, leider auf der einen Seite noch grün. Hier könnt ihr das mal sehen. Aber ich denke, schmecken sollte sie trotzdem. Die werde ich jetzt mal mit euch zusammen probieren. Ich kann euch sagen, das Bärchen hat es in sich. Die hat eine sehr
Die hat ein sehr, sehr eigenes Aroma. Schmeckt wirklich super lecker. Hm. Das kennt man auch eigentlich von den Capsicum Pubescens so. Allerdings ist die auch sehr scharf. Also diese Beere, obwohl sie jetzt noch nicht ganz reif war, würde ich mal so auf die Schärfe, sagen wir 8 bis 9 setzen. Die war schon wirklich scharf. Das Problem dabei ist auch, dass ihr bei diesen Capsicum Pubescens oder besser gesagt bei den Rocotto Chilis ein sehr dickes Fruchtfleisch habt und beim Draufbeißen eine große Menge Saft in euren Mund fließt und ihr dadurch die Schärfe direkt überall im Mund verteilt habt. Also es ist quasi eine kleine scharfe Explosion im Mund, aber der Geschmack dieser Rocottos ist wirklich ausgezeichnet und gering dosiert kann man die Schärfe auch wirklich sehr gut ertragen. Also Rocotto Aji Largo und Rocotto Argentina. Beides ausgezeichnete Sorten und das Saatgut bekommt ihr 100% sortenrein auf borderlandpeppers.ch. Die Seite verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das ist übrigens keine Werbung, zumindest keine bezahlte Werbung, denn ich bekomme dafür keinen Cent. Ich finde nur einfach das Saatgut klasse und auch die Art, wie ihr das Saatgut weiter vermehrt. Also schaut doch mal vorbei. Eine weitere sehr scharfe und sehr reich tragende Chili ist hier die Hurdberry. Und bei der Hurdberry ist der Name tatsächlich gesetzt. Die ist sehr scharf. Und natürlich gibt es in meinem Garten nicht nur Rocottos und Capsicum Chinense, sondern auch alle möglichen Sorten der Capsicum Annuum, also der normalen Gemüsepaprika. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Früchte der Sorte Beluga. Das ist eine große rote Blockpaprika, während wir hier unten eine mir unbekannte Sorte haben, denn diese habe ich aus einem Supermarkt in den Niederlanden mitgenommen und habe mir daraus das Saatgut entnommen und diese weiter vermehrt. Das hier soll eine rote Spitzpaprika werden. Und ob sie wirklich noch rot wird, das entscheidet ganz allein das Wetter. Und hier haben wir jetzt eine orangene Snackpaprika, besser gesagt eine Jumbo Snackpaprika der Sorte Manati Orange. Diese Sorte habe ich aus der Gartenoase Köln-West. Gruß an dich, Marcel, falls du das hier siehst. Die Snackpaprikas sind einfach super lecker. Mmh. Und da es Jumbo-Paprikas sind, ist da auch richtig was dran. Doch kommen wir vom Naschen jetzt mal wieder zurück zu den Arbeiten, die wir jetzt Mitte September zu erledigen haben. Und das ist unter anderem hier das Bohnengerüst. Denn von den Bohnen ist jetzt keine weitere Ernte mehr zu erwarten. Das heißt, ich kann die Schnüre einfach oben kappen und kann das Grün als Flächenkompost auf dem Beet liegen lassen. Das machen wir jetzt einmal kurz zusammen. Ein weiterer Vorteil von kompostierbarem Arbeitsmaterial: spart Nerven. Weiter geht's. Doch bevor wir jetzt weitermachen mit den Arbeiten im September, habe ich hier noch was, was beim Essen übrig geblieben ist. Und das bringen wir jetzt mal eben zu den kleinen Geiern. Denn die können es mal wieder kaum erwarten. Ja, ja, ihr bekommt ja jetzt was. Oh Gott, ihr seid doch Geier. Ihr seid so richtig kleine Geier. Ja, so ist das mit Hühnern. Bei Reis können sie einfach nicht Nein sagen. Oh je. Thank you.
Jo, Mäuschen. Schöne Musik macht ihr hier. Und schon ist der Reis verputzt und wir müssen weiterarbeiten. Nö? Ja. Naja, wenn ich schon mal bei den Hühnern bin, kann ich auch direkt den Stall ausmisten. Das machen wir hier bei uns im Übrigen jeden Tag. Wir reinigen das Kotbrett, heben den groben Dreck vom Boden auf und das Einstreu wird so ungefähr einmal im Monat gewechselt. Und zweimal im Jahr wird tatsächlich der ganze Stall neu gekalkt. Das passiert einmal im Frühjahr und einmal jetzt im Herbst, kurz bevor der Winter kommt. Genug gequatscht, an die Arbeit! Und das war's eigentlich auch schon. Natürlich nicht so ganz, denn die Hühner befinden sich gerade in der Mauser und das heißt, die Federn hier müssen auch noch weg. Und schon ist der Eimer voll. Tja, das sollte man bei der Überlegung, sich Hühner anzuschaffen, nicht außer Acht lassen, denn Hühner machen nicht nur Spaß, sondern auch eine ganze Menge Dreck. Für mich ist der Dreck allerdings sehr wertvoll, denn wo das hier landet, das zeige ich euch jetzt mal. Ein Teil vom Hühnermist landet immer hier auf meinem Hühnermisthaufen. Hier landet aber eigentlich nur das, wo wirklich viel Einstreu mit dabei ist, denn das benutze ich ganz gerne, um meine Beete damit zu mulchen. Oder auch, um im Frühjahr meine Hochbeete damit wieder aufzufüllen. Der größte Teil vom Hühnermist aber landet hier in meiner Jauchetonne. Kein schöner Anblick, kein schöner Geruch. Aber als Dünger absolut genial. Das Ganze wird regelmäßig umgerührt und ihr seht, ich packe da auch die Federn mit drauf und ein bisschen Einstreu mit rein. Achte aber doch darauf, dass es nicht zu viel Einstreu wird. So. Das wird bei mir regelmäßig durchgerührt, damit Sauerstoff in die ganze Geschichte kommt. Ihr seht das an den aufsteigenden Bläschen. Das zeigt den Verrottungsprozess an. Und schnell wieder zumachen. So. Ja, und das ist natürlich ein absoluter Top-Dünger für sämtliche Starkzehrer, aber auch für Schwachzehrer. Für Schwachzehrer sollte das dann allerdings sehr stark mit Wasser verdünnt werden. Für alle anderen Kulturen, die jetzt nicht als Schwachzehrer gelten, mische ich diese Jauche immer im Verhältnis 2 Liter Jauche auf 8 Liter Wasser und damit kommen die Kulturen eigentlich immer sehr gut zurecht. Und zwar ist es für mich jetzt an der Zeit, den Mais zu fällen. Und der wird in den kommenden Tagen dann gehäckselt. Das mache ich aber nicht heute, denn heute ist Sonntag und das möchte ich doch vermeiden. Und anschließend landet der gehäckselte Mais dann hier im Beet als Mulch auf dem Boden. So lange, bis dann nächsten Monat im Oktober der Knoblauch gesteckt wird.
erledigt. Und hier können die Maispflanzen jetzt noch eine Zeit lang abtrocknen, bis sie dann im Laufe der nächsten Woche irgendwann gehäckselt werden. Und wie schon mal erwähnt, zwischendurch darf natürlich das Naschen nicht zu kurz kommen. Oh ja. Eine ausgezeichnete Chili. Ahi Pineapple. Lecker. Wenn es euch übrigens interessiert, wie solche Chilis schmecken oder auch noch schärfere Exemplare, dann schaut doch mal bei mir in die Playlist Chili Tastings rein. Dort koste ich für euch die schärfsten Chilis, die es gibt, und versuche euch möglichst sachlich zu schildern, wie sie schmecken, wie die Schärfe wirklich wirkt, wo die Schärfe wirkt und ob diese Chilis zu empfehlen sind, um daraus Pulver, Soßen oder Ähnliches herzustellen. Natürlich darf man auch das wunderschöne Aussehen der Beeren nicht vergessen. Absolute Augenweiden. Tja, und das war's jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick in meinen Garten verschaffen zu den Arbeiten, die ich jetzt im September so zu erledigen habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was unten in die Kommentare. Was macht ihr jetzt im September so? Habt ihr eine reichliche Ernte? Wann steckt ihr euren Knoblauch? Bei mir habe ich ja eben schon erwähnt, ich werde den nächsten Monat stecken, aber einige von euch stecken ihn ja auch schon früher. Schreibt es mir mal unten rein, eure Erfahrungen dazu, denn auch ich kann ja immer wieder was Neues dazulernen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es bei mir im Garten weitergeht, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, hier im GM-Garten.